Ja, willkommen, liebe Freunde, auch Frauen, liebe Karin Merker, dir ist dieses kleine Video gewidmet. Willkommen in Hermigua, das ist in oder auf Gomera. Und ich bin von San Sebastian mit dem Moped gekommen. Man kann auch hier eins buchen, das weiß ich nicht. Erstmal schön, dass ihr mich versteht. Und wir fahren dorthin, wo ich meine Heimstatt habe. Das ist die Casa Creativa. Kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Wenn die beiden Frauen sich nicht zanken, kochen sie fantastisch. Pedro, der Bruder, spricht ausgezeichnet Deutsch, versteckt dies hinter einem sarkastischen Humor. So, wir kommen an und wir wachen morgens auf. Oh, hören Sie mal zu. Stille. So, ich bin bereits gepackt und los. Na los. Ein wunderschönes Geräusch. Und wir verlassen Hermigua. Keine Angst all denen, die jetzt denken, das ist hier die Laberstunde. Ich weise euch nur kurz auf das hin, was wichtig ist. Ich besuche keine Orte oder ich filme dort nicht. Uninteressant, es geht um Eindrücke. Ah, Vorsicht, Kreisverkehr, pass auf hier. Ja. Okay, hier geht die kleine Straße runter zum Wasser. Rechts ist ein ehemaliger alter Bananenhafen und dann ein Naturschwimmbecken. Das ist großartig, müsst ihr sehen, wenn ihr unterwegs seid in dieser Gegend. Aber wenn ihr diese Insel mit einem Moped befahrt, dann kommt ihr in jedem Ort sowieso einmal an. Und es gibt keine besonders schönen Orte. So, und jetzt, naja, ich habe gedacht am Anfang, das sei alles sehr kurvenreich. Und war dann sehr zufrieden, denn diese kleinen Kürfkes, die machen Spaß. Und die haben wir sogar im bergigen Westfalenland. Aber jetzt überlasse ich euch mal dem Country. Und oh, ist das fein. Ah, und weit anfahren, Feuer runterschalten und dann Gas. Oh, das ist schön. Und es kommt noch besser, Kinder, denn ich höre hier an dieser Stelle auf und wie gesagt, ab ins Country. Und jetzt kommt gleich eine Kurve, lieber Wolfgang Driessen. Dann denke ich an dich. Und rein. Und rein. Geil. Geil. Ja, jetzt, zack, sind wir wieder im Regenwald. Das heißt ganz oben. Und ganz oben heißt auch, wir kommen aus dem Regenwald auch wieder raus. Aber, oh, das ist
feucht gewesen auf den Straßen. Ich hatte ein bisschen Muffe, aber irgendwann mal ist. So, wer oben ist, der will auch wieder runter. Und jetzt auf der anderen Seite fahren wir wieder runter. Und es ist immer noch wunderschön warm, denn es wird weder kühler noch wärmer. Darauf kann man sich wie auf die Kurven verlassen. Hier könnte man in Anlehnung an ein berühmtes Gedicht sagen: Träume ziehen wie schwere Kurven. Und jetzt sind wir da, wo ich mich verbeuge und ein Gedicht aufsagen möchte. Ein Personengedicht, das heißt Don Pedro. Was es bedeuten soll, Gedichte müssen nichts bedeuten. Seit wann eigentlich? Paula, Petra, Lilian, Annika, Sebastian, Robert, Ralf, Sonja, Anja, Thomas, Elia. Und wie in jedem schönen Moped-Film guckt man mit einem großen Schwenk auf die Bucht, auf das Gerät, die Honda X. Naja, ist okay.